Willkommen zu einer neuen Aufnahme der Kampagne von Legacy of the Duelist. Pegasus gegen Kaiba. Und diesmal spielt Pegasus als Zweiter. Naja, letzte Runde war ja verloren wegen dummen Fehlern, die ich definitiv nicht wiederholen werde. Wie zum Beispiel komplettes Vergessen des Extra-Decks. Ja. Nicht noch einmal. Beziehungsweise nicht vergessen, sondern nicht beachten. Also einfach nicht beachten. Bis zu spät. Okay. Weiter im Text. Toninhaltsverzeichnis. Danke sehr, das brauche ich gerade wirklich sehr. Noch ein Toninhaltsverzeichnis. Sehr schön. Also, ich hätte bisher zuerst mal Toolworld. Das ist keine Spezialbeschwörung. Schade auch. Okay. Tunhexenmeister, was war das nochmal? Bla bla. Kampfschaden, verstehe. Eine Karte ziehen. Okay, wie machen wir das jetzt? Ja, ach, das Toninhaltsverzeichnis aktiviert immer sofort. Turnabwehr. Bla, dass du kontrollierst. Du kannst ja Angriff stattdessen zu einem direkten Angriff machen. Das nehme ich mal. Warum? Oh, ganz einfach. Tun Goblin Angriffstrupp. Denn mit einer Verteidigungskraft von 0 läuft da mal überhaupt nichts. Ja, ich aktiviere Tunabwehr. Und jetzt dann kann ich es aktivieren. Oh oh. Naja, und außerdem spare ich mir dadurch zwei direkte Angriffe. Also ist es was Gutes. Jetzt wäre es nur schön, könnte ich ihm mehr Schaden zufügen als er mir. Hahaha. Komm weiter. Warte mal. Kann ich doch. Okay. Ich kann zumindest einen Angriff verhindern. Und solange ich nicht mit dem lieben Drachen angreife, ist auch kein Ding. Den behalten wir uns natürlich. Der hat die höhere Verteidigung. Also, Tunworld geht der Hexenmeister. Jetzt Tunworld. Und die Verteidigung gegen seine Angriffe. Jetzt kann er nämlich nicht mehr mit seinem Drachen angreifen, ohne ihn zu vernichten. Und ich kann mir einfach im nächsten Spielzug einen neuen Tomb Goblin Angriffstrupp holen und dann natürlich pro Zug wieder 3000 Punkte Schaden kassieren. Und das war's mit meinem Tomb-Gläubigen. Nö, nicht ganz. Aber trotzdem. Und das Lästigste ist, der kann jetzt auch einfach ganz genau das. Ihr habt nicht zufällig noch irgendeine Überraschung entdeckt? Nein! Rein gar nichts Nützliches. Wow! Danke sehr! Also dann, diese Runde war auch nichts. Na sag doch mal, alle guten Dinge sind drei. Also dann bis zum dritten Mal.